Und jetzt sind wir wieder dann dabei, haben wieder Pauli mit im Schlepptau, habe leider nur noch 5 Lebenspunkte, weil ich bin jetzt einen anderen Weg gelaufen und dieser andere Weg hat dann dazu geführt, dass aus diesen Scheunen, die hier links und rechts stehen, auch nochmal Wachen rauskamen, ich die alle alleine fertig gemacht habe. Das hat leider den Nachteil gehabt, dass ich jetzt hoffe, dass nichts mehr passiert. Ja, Hauptsache, du hängst dich wieder nicht irgendwo auf, Junge. Also er läuft automatisch hier irgendwo hin, aber ich weiß nicht wo. Pauli? Okay, Pauli macht einen Alleingang. Pauli? Ach, Pauli hat was gefunden. Super. Natürlich. Vor allem, weil ich ja auch nur noch 5 Prozentpunkte oder wie auch immer habe und das Spiel hier gespeichert worden ist. Super, ganz klasse. Das kann ja nur Bombe werden. Pauli? So ein Energiekasten wäre jetzt voll was Geiles. Ich versuche natürlich hier... Pauli! Weil dieser voll... Boah, die... Trottel, ey! Ehrlich, ey! Unglaublich! Ja, natürlich mit 5 Lebenspunkte läuft die Sache natürlich auch nicht ganz so super einfach. Jetzt wollte sich Pauli schon wieder vor meine Nase hinstellen. Okay. Pauli hat wohl etwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Na gut. So, Pauli, bitte stell dich nicht wieder vor mich. Bitte, bitte. Ist das ein Schatten? Tatsache. Okay. Das war ganz gut. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Ein Oh, da kann ich meine Energie aufladen. Bitte, bitte, bitte. Ja, wie geil ist denn das? Oh, tut das gut. Man fühlt sich dann minimal sicherer, natürlich. So, wieder ein Colt aufgenommen. Pauli? Ich werde gleich so... Echt, ey. Also... Ganz ehrlich, ja? Ist das Sam? Das ist Sam. Sam, was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? Aber nur mal wieder zur falschen Zeit. Am falschen Ort. Kannst du gehen? Nicht besonders gut. Okay, okay, okay. Halt durch, ich hol den Astabi, bring dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Keine Angst, Sam. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Ich werde auf jeden Fall irgendwie in der Nachbearbeitung da vielleicht irgendwie die Unter... Oh oh. Oh nein. Oh, fuck. Fuck. Oh, scheiße. Lass die Waffe fallen. Okay, das war Nummer 1 und 2, aber da waren auch noch...
mehr Leute. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht die letzten waren. Ich höre ja schon Pumpgun-Schüsse. Wie, Tom, komm raus. Also wie schon gesagt, ich höre auch kaum etwas von der Sprache. Deswegen, ich werde dann irgendwie dann im Nachhinein das dann nochmal unterschreiben. Mein Gott, das war unterschreiben, was Subtitel. Für eine Nacht, anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus, deine Nase läuft ein wenig. Sam, ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir, nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Das sind doch Morellos Leute. Sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Natürlich. Ein Ausflug aufs Land. Das leichteste der Welt. Hallo Sam. Macht das Spaß. Komm, noch einer. Komm, irgendwo muss doch hier noch einer rumlungern. Komm schon. Ich warte. Vor allem das Gute ist, dass ich jetzt nicht mehr so viel Energie verlieren kann, hoffentlich. Und weg damit. Inzwischen sogar zu schlecht für den Schrottplatz. Das Doofe ist natürlich nur, dass der jetzt nicht wirklich schneller... Dass ich auch nicht wirklich gut zielen kann, ne? Boah, ich habe nur noch 15 Energie. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Warte, komm zurück! Scheiße. Ah, neuer Versuch. Okay. Wir probieren es noch ein... Nur noch einmal probieren wir es. Aber dann ist Schluss. Was? Das läuft gerade alles andere als gut. Vor allem das war jetzt erstmal der erste und ich habe jetzt schon die Hälfte meiner Energie verloren. Nicht gut, nicht gut. Aber ein Geschenk für euch. Komm schon! Oh, schade. Hat gar nicht bumm gemacht. Oh, da ist mein Magazin durch die Gegend geflogen. Haha. Okay, das war Nummer 3. Ich hoffe, es kommt nur noch 4 und 5. Das dürfte nämlich dann auch von der Munition her passen. Nein, weil die an mir vorbeigefahren sind. Oh mein Gott. Ey, das ist so tricky manchmal in diesem Spiel. Einen Moment mal nicht richtig aufgepasst und schon ist man wirklich der Gelackmeierte. Okay, der lief sehr gut. Sam, wir schaffen's. Sam? Sam? Okay, das war Nummer 1. Und der zweite Streich folgt sogleich. Wenn ich nicht zufällig nachladen müsste. Okay, ich habe den Fahrer erwischt. Super. 22 Schuss.
Ich weiß nicht, war das jetzt der zweite? Das war erst der zweite, ja? Da kann ich ruhig nochmal nachladen. Sicher ist sicher. Super, hab den Fahrer erwischt. Auf Wiedersehen. Geschafft, jawohl! Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Polly? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns vergriffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Immer noch ein Ausflug aufs Land. Fahr zurück zu Salieri's Bar oder schau auf dem Weg bei Lucas Bertone vorbei. Mal gucken, wie weit bin ich denn? Achso, ich bin ja am anderen Ende der Welt. Ich weiß gerade nicht genau die Länge, obwohl, so warte mal, 20, 40, 32, ja, das passt, dann ist das hier wieder eine etwas längere Folge geworden, die Mission ist leider noch nicht ganz zu Ende, ich muss nur kurz gucken, ob wieder gespeichert worden ist, dass die Rückfahrt und das Lagerhaus, ja, perfekt, also es wurde gespeichert, super, dann kann ich nämlich auch am besten Gewissen und vor allem auch ruhigen Gewissen eine Abmoderation machen. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffen, dass Sam in der nächsten Folge wieder einigermaßen auf dem Damm ist und dass Salieri uns nicht die Ohren abhackt. Bis dahin, euer Gabro und ciao. Bis demnächst, bis morgen. Auf Wiedersehen.